In dieser Woche war es auf den Social-Media-Kanälen von Georgina Rodriguez auffällig ruhig, was bei ihren Fans Besorgnis auslöste. Nun enthüllt die Partnerin von Cristiano Ronaldo auf Instagram, dass sie einige Tage im Krankenhaus verbracht hat. "Endlich wieder zu Hause", schreibt sie in einem Beitrag, der sie mit einem Katheter im Arm im Saudi German Hospital zeigt. "Ich verbrachte 4 Tage im Krankenhaus mit einer Lungenentzündung. Mir geht es jetzt besser, aber ich erhole mich noch zu Hause mit meiner Familie", fügt Georgina hinzu. Ein liebevoller Blumengruß von Cristiano Ronaldo Jr., begleitet von einer handgeschriebenen Karte, wünscht Georgina eine schnelle Genesung und sorgt für Aufmunterung bei der 30-Jährigen. Mit der Erlaubnis ihrer Ärzte konnte Georgina Rodriguez das Krankenhaus verlassen und sich in ihrem Zuhause weiter erholen.